Wenn ihr euch fragt, wie ihr in F1 2019 eine Mehrspieler-Koop-Online-Season fahren könnt, dann schaut unbedingt um 16:30 auf meinem Kanal vorbei. Ich habe nämlich aufgrund der vielen Fragen ein Tutorial dazu gemacht. Kommt 16:30 online. Es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe das Spiel leider nicht gemacht, aber es ist schon echt kompliziert. Deswegen das Tutorial. Und unbedingt Donnerstag um ungefähr 18 Uhr, diesen Donnerstag am 4.7. auf meinem Kanal vorbeischauen. Da gibt es einen Livestream zu F1 2019. Jeder, der auf dem PC spielt, kann schon mal sicher mitfahren, mit mir zusammen. Ich weiß nicht, welche Strecke, wahrscheinlich wieder Monaco, mal gucken. Wer nicht auf dem PC spielt, da müssen wir noch mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob Crossplay möglich ist oder nicht. Kann sogar sein, ich muss mal gucken. Aber da auf jeden Fall Donnerstag beim Stream vorbeischauen, wird mega cool. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! 1,37,7. Okay. Gucken, was du jetzt fährst. Bin ich auch gespannt, das wird eine gute Runde, glaube ich. Aber vorhin bin ich auf jeden Fall 1,38 gefahren. 1,38,1 oder 0 oder so. Die sollte ganz gut werden, ja. 1,36, ja, fast eine Sekunde schneller. Ja, weil ich jetzt auch fett und überholen fahre, gar. Aber ERS muss ich jetzt schon mal runterstellen. Benzin dann auch gleich mit. Also das, was ich jetzt fahre, ist eher das Entscheidende. Hast du direkt auch schon Platz 13 vor dir. Dann kommt Vettel. Vettel ist so weit hinten? Ja, Vettel ist auf Platz 12. Wie weit ist er weg von Kürt? Bottas ist auf Platz 10. Wie weit ist er weg von Kürt? 4 Sekunden. 4? Ja. Ah, ich sehe ihn sogar da vorne. Und wie weit ist er von den anderen dann weg? Platz 11? Oh, das ist hart. 9 ist hart, 4 geht noch. Komm, Kürt. Bottas ist jetzt auf Platz 9. Mit DRS komme ich jetzt an dich ran. Bei dem ist immer noch richtig Party, aber ich glaube, er hat die Party ist überholt. Okay, ja, jetzt fährt Bottas richtig schnell weg. Ich bin mal gespannt, was Bottas jetzt für eine Zeit fährt. Ich glaube, der ist ziemlich schnell. Erstmal gucken, was Max Verstappen jetzt macht. Ja, komm, 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 komm. Spätestens wieder Startziel mit DRS. Max Verstappen 1,37,5. Bottas nur 1,39. Ja, aber der hat auch mehr überholt. Na komm. Kürt. DRS. Gutes Tempo. Deine Rundenzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Nice. Er holt nach vorne sehr, sehr doll auf. Also Vettel ist nur noch 6,5 Sekunden. Echt? Zum Vordermann. Du bist ja jetzt auch zu Vettel 5 Sekunden. Oh Gott, er überholt mich hier zurück. Was ist das denn für ein Prank? Nee. Krass. Ja, ich hab das. Er hat angetäuscht. Ja, ein bisschen geprankt. Okay, das finde ich gut, dass wir da einen aufholen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Das ist das Gute. Nicht alles richtig kacke. Ich schwitz, ey, das ist so warm. Ich finde das so unfair. Ja, Mann, im letzten Rennen war es auch scheiße. Natürlich war es ja, mein Fehler, aber... Ja, guck, bei mir war es nicht mein Fehler. Ja, ich kenne es ja auch aus F1 2018, dass es ja andersrum auch so war. Das ist halt nun mal, dieses Game erspart dir nichts. Ja, das geht leider nicht. Sei froh, dass du gerade also schon 26 Punkte geholt hattest bei Australien. Boah, ey, mir ist so warm, unglaublich. Ich sag, du kannst Platz 5 schaffen. 5? Krass, okay. Ja. Natürlich nicht schlecht. Okay. Boah, das ist nix, das ist nix. Geh weg. Oh. Okay, wieder dran. Na los, die Position kannst du dir zurückholen.
Ich habe was verstellt im Menü, beziehungsweise nachgeschaut. Hab eigentlich noch, sofern es die Ideallinie rot war, noch draufgehalten, Ultra. Aber es hat nicht mehr geklappt. Naja. Machst du nix. Sonst wäre es ja zu einfach, ne? Bei, du musst du noch zweimal an die Box? Nee. Einmal noch? Ja. Also vom Boxenstopp sind wir gleich auf mit allen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen. Holst du dann noch einmal rot, ne? Keine Ahnung, was die mir geben. Vielleicht auch noch mal gelb. Weil ich fahre ja quasi gelb-gelb. Weil gelb-rot wäre ein bisschen krass. Also ich glaube, Max Verstappen, naja, der geht ja nochmal auf jeden Fall in die Box. Ja. Also gelb-rot wäre ein bisschen krass. Und ich bin ja weiß nicht lang gefahren. Bin ja nicht mal eine Runde. Also ich glaube, ich krieg nochmal gelb oder so. Komm jetzt wieder auf der Startziel. Hatten wir gerade schon mal, Kollege. Hatten wir gerade schon mal. Hey, ich nehme Platz 5 zurück, ich sag Platz 6. Na dann wäre ich auch damit zufrieden. Wie weit ist Vettel weg von uns? Kann ich dir gerade nicht sagen, wegen dem Überholdings. Fast 8 Sekunden. Und wie weit ist er von den anderen weg? 0,1. Ah, okay, der hat einfach nur auf die aufgeholt. Und wie viel bin ich von dem ersten? 35 Sekunden. Okay. Wer ist das? Daniel Ricciardo, der war noch nicht in der Box. Krass. Wo sind dann die anderen? Wow! Alter! Also Vettel ist immer noch auf Platz 12. Ja, zum Beispiel. Bottas ist auf Platz 10. Als Leclerc hat sich jetzt nach vorne gearbeitet, ist schon auf Platz 3. Danach, der nächste Gute ist Max Verstappen, der ist aber auf Platz 8. Hä, wo ist denn Hamilton? Hamilton ist doch raus. Ach so, und Bottas ist auf Platz 10. Krass. Ja, die vorne waren wahrscheinlich noch gar nicht in der Box halt, ne? Ja. Mit ihrer einen Box fahren die hier richtig gut. Hätte ich natürlich auch machen können. Ich wäre jetzt wahrscheinlich auch da vorne. Platz 4 oder so. Weiß ich nicht, ob die nur eine Box fahren. Die fahren halt alle vorne halt, alle die noch nicht geboxt haben, gelbe Reifen. Ja, klar. Entweder fahren die gelb-gelb. Nee, das können sie nicht. Ach stimmt, das geht natürlich nicht. Ich weiß nicht mehr was. Doch, meine war ja entweder rot-weiß oder gelb-weiß war ja meine. Und die haben dann halt gelb-weiß genommen. Also die werden nochmal auf weiß wechseln. Relativ bald. Oder machen gelb-rot-rot. Nee, wenn die nicht wechseln müssen zweimal, dann nicht. Ja, ist natürlich unpraktisch, aber naja, machst du nix. Strategie gehört halt auch dazu. So ärgerlich, ich wäre halt immer noch wahrscheinlich Platz 1, hätte ich keinen Fehler gemacht. Oh, hier naja, ist Raikön. Ich kann mich so viel drüber aufregen. Ja, ja, ich reg mich ja immer noch über Australien auf. Aber das bringt nichts. Ich muss einfach gut weiterfahren, so wie ich das jetzt hier versuche. Okay, Raikön geht an die Box, das finde ich natürlich nett von ihm. Oh ja, jetzt sind mehrere an der Box. Ja, das finde ich auch nett. Oh. Schnellste Runde. Und das bringt dir jetzt auch was, weil du in den Punkten bist. Echt, bin ich schon? Oh, tatsächlich, 10. Ui, so sexy. Sache ist jetzt nur die, dass ich halt noch mal viele, die noch nicht an der Box waren. Robert Kubica und der führende Kevin Magnussen waren noch nicht an der Box. Das Ding ist halt, dass ich noch mal muss.
Und das ja, müssen die nicht. Ich auch. Nee. Nicht alle. Wie gesagt. Ja. Boah, mir ist so warm, ey, das glaubt mir kein Mensch. Meine Kamera geht gleich aus. Okay, also der Sebastian Vettel vor dir geht auf jeden Fall nochmal gebockt. Daniel Ricciardo ist ein Platz davor, der geht nicht mehr an die Box. George Russell, der genau hinter dir ist, der geht auch nicht mehr an die Box. Ja, sag ich ja. Also einige gehen nicht. Aber ansonsten, alle die vor dir sind, außer halt der 8. Platz, die gehen noch einmal an die Box. Ja, ich halt auch. Oh Mann, ich muss unbedingt die Kamera, die werde ich neu starten, wenn ich in der Box bin, und ich brauche unbedingt mein Handtuch. Mir läuft der Schweiß überall runter gerade, das ist so ekelhaft, Formel 1 bei diesem Wetter aufzunehmen. Puh, das ist so krank. Alter, ist das krass. Ich brauche mein Handtuch jetzt, ich lasse ihn auf der Geraden fahren. Boah. Also bei mir sind gerade im Studio 34 Grad. Das ist Magnussen vor mir, du Dreckiger. Der war gerade auf Platz 1. Ist gerade aus der Box gekommen. Ja, ich sehe es. Reifen. So, Kamera jetzt aus. Der geht auch nicht mehr an die Box. LOL. Oh, da ist ein Teil geflogen. Ich weiß. Der hat so stark gebremst. Das ist ja Wahnsinn. Der rechte Frontflügel ist kaputt. Ich weiß. I know that. Ich gehe eh gleich an die Box, dann muss ich den halt einfach machen lassen. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Die Reifen haben auch ultra wenig Grip, hat er mir auch gerade vorhin schon gesagt. Also Reifenverschleiß ist allgemein höher in dem neuen Teil, habe ich das Gefühl. Vielleicht fährst du auch einfach noch nicht so. Halt die Fresse. Oh Mann. Junge, das ist so krank warm. Ekelhafte Kacke. Komm diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Okay, dann gehen wir mal an die Box, hätte ich gesagt, ne? Oh mein Gott, ist das warm. Kamera neu starten, ich muss kurz stehen. Die Box dauert eh noch ein bisschen, ich trinke was. Oh. Los, los, los! Oh, der Stuhl ist auch komplett nass. Das ist so ekelhaft, Leute. Unglaublich. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Okay, ich bin wieder hinter Kühart. War es jetzt schon jeder? Nee, ne? Doch, es war jeder mindestens einmal in die Box. Ja, mindestens einmal, aber die müsste ja noch machen. Oh. Kann dir sagen, wer noch an die Box geht, wie viele? Ja. Mach das. Also, es geht. Platz 1, Charles Leclerc geht nochmal an die Box. Platz 2, Pierre Gasly geht auch nochmal an die Box. Platz 3, Max Verstappen geht nochmal an die Box. Platz 4, Valtteri Bottas geht auch nochmal an die Box. Platz 5, Lando Norris geht nochmal an die Box. Platz 6 geht nicht an die Box. Platz 7, Sebastian Vettel geht nochmal an die Box. Platz 8 geht nicht, Platz 9 geht nicht, Platz 10 geht nicht, Platz 11 geht nicht, Platz 12 geht nicht, Platz 13 geht auch nicht. Und die beiden hinter dir gehen auch nicht. Also nur die ganz, ganz vorne, die gehen nochmal in die Box. Was heißt ganz vorne, wie weit? 1 bis Platz... Nee, Sekunden meine ich. Achso, Ob das mir was bringt, dass die an die Box gehen oder nicht. Von dir ungefähr... Ah, der Vettel ist jetzt gerade an der Box. Kühe, du bist ein Dreckiger, bist du. Ja, 20 Sekunden ungefähr Abstand.
Also wenn du ein bisschen schneller jetzt noch fährst, kann dir das was bringen. Voll die Bremsen reinhauen, durchdrehen lassen. Richtig geil. Bremsen durchdrehen lassen? Ja, alles raucht hinter mir. Oh. Es geht ja irgendwie, dass die Bremsen rauchen. Weiß nicht, ob das ABS dafür ausgestellt werden muss. Oder so, dann kannst du das hier machen in F1. Jo, jetzt ist tot. Ich weiß nicht warum, die Bremsen so stark. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Ich bin mir angewöhnt, schon gar nicht hinter denen in eine Kurve reinzufahren. Ja, ich weiß ja nicht wohin. Ja, Änderung bestätigen. War immer von der Ideallinie halt runter. Ich glaube, dass mein Funk nicht funktioniert. Ja, jetzt ist vorbei. Ich kann nicht lenken mit dem Frontflügel. Jetzt ist vorbei. Das Ganze knicken. Ach komm, wenn ich jetzt nochmal in die Box B gehe, dann bin ich wieder letzter. Das ist doch scheiße. Ja, damit gibt's wahrscheinlich auch hier keine Punkte für Racing Points. Könnte es natürlich riskieren durchzufahren, aber es funktioniert ja jetzt schon nicht. Oh. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon 3 oder 4 Mal in dieser Kackbox war, aber ist auf jeden Fall scheiße. Bitte mal. Die braucht noch ewig. Fertig, los jetzt. Ja, mich fährt komplett überholt. Kann ich ein Safety Car jetzt kommen oder so? Du musst irgendwie selber einen Safety Car herbeiführen. Das ist natürlich unpraktisch. Würde dir helfen, wenn ich noch auf der Strecke wäre, aber ich bin seit 18 Runden nicht mehr auf der Strecke. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast jetzt 1 Minute und 7 Sekunden Abstand zu führen. Und zu den Punkten? Ungefähr? Zu den Punkten hast du ungefähr 40 Sekunden. Ja, dann kann ich eigentlich direkt gegen die Wand fahren. Ja. Ich überlege gerade wirklich, das zu machen. Hast keine reelle Chance mehr. Natürlich ist Training für mich durchzufahren und wäre es ein bisschen dumm jetzt gegen die Wand. Aber mir ist so warm, ich schwitze so krass. Und ich habe eh keine Chance mehr. Ich habe gleich Nachhilfe. Ich werde einfach verschwitzter da sitzen, wie als hätte ich gerade 30.000 Minuten Fußball gespielt. Wow. Ja, Rennfahren ist halt auch sehr anstrengend. Ich merk's. Du hast ja nicht mal mehr Force Feedback an, wo du gegenarbeiten musst, quasi. Aber es ist ja. Jetzt sind ja alle an der Box gewesen, ne? Ja, ja. Jetzt ist sowieso nichts mehr zu machen. Und dann habe ich die schnellste Runde. Können diese Pisser sich nicht das noch mitnehmen? Also, es wird keiner mehr an die Box gehen. Außer es passiert was. Sebastian Vettel ist auch nur noch auf Platz 10. Valtteri Bottas auf Platz 6. Charles Leclerc, der ist auf Platz 2. Gasly auch von halt Red Bull ist auch noch gut auf Platz 3. Max Verstappen auf Platz 4. Aber ich werde mit meinen 26 Punkten, glaube ich, auch noch ziemlich weit vorne sein. Gasly jetzt die schnellste Runde hat. Oha. Ja, das. Er hat Bock. Ja, damit hat er die Punkte für den dritten Platz, wenn er dritter Platz bleibt, und noch einen extra Punkt. Nee, nicht mit mir. Außer ich flieg gleich raus.
Aber noch habe ich das nicht vor. Wenn ich wenigstens eins machen kann, dann ist es das. Oha. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Als ob er mich zurückgeholt hat. Das ist krass, die KI ist krass. Aber ich finde es gut so. Er hat einfach richtig spät gebremst und hat mich dadurch überholt. Ich darf ja jetzt nicht hinter ihm fahren, sonst ist gleich wieder alles vorbei. Das ist hier Brake Test. Gib dem gleich Brake Test in sein Gesicht. Oh. Guckst du das? Ja. Gut, gut gemacht. Echt? Schön überholt. Ja, was soll ich denn machen? Ja, in ihn reinfahren? Das Spiel sagt so, nö, bitte. Bitte, bitte auch. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Ah, der Bottas hat gerade den Max überholt. Dachte ich schon, der Bottas hat einen Crash verursacht, damit alle stehen bleiben. Das wäre gut. Wie auf Monaco in der Schneckenkurve. Bleibt mal nach vorne. Oh, Bottas und Verstappen haben gerade einen richtig krassen, nice Fight. Alter, ich habe gar keinen Bock. Ich habe ungefähr 15 Sekunden zum Platz, zum nächsten Platz, dann wieder 10 Sekunden zum nächsten, dann wieder 20 zum nächsten. Also ich müsste jedes Mal 20 Sekunden aufholen für einen Platz. Was für ein Boxenstopp, als ob die mich nochmal in die Box holen wollen. Box, Box, Box. Ja, mit deinen roten Reifen wird das schon kritisch irgendwann. Ach. Aber du hast ja gutes Reifenmanagement, kein Problem für dich. Er will mich in zwei Runden an die Box holen. Ich hab nur noch weiße Reifen. Ja. Er wollte mir vorhin weiße draufziehen und ich hab rote angewählt. Und jetzt will ich mich mit den roten nochmal reinholen. Was ist das denn für ein Penner? Die roten halten, glaube ich, nicht bis zum Ende. Doch, doch. Nicht. Ich werde dafür sorgen. Die Batterie ist fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Und ich werde auf so lange mit Rot fahren. Draußen wie andere mit mit Gelb draußen fahren. Ich bin 11 Runden mit Rot. Und die Strategie war von vornherein 10 Runden mit Rot zu fahren. Also sollen die mal schön die Fresse halten. Easy. Der Max hat den Valtteri wieder überholt. Diese Idioten. Die sind doch alle dull. Ja, mach das mal weg. Ich fahr minus Benzin jetzt. Benzin? Benzin, ja. Ich fahr minus Benzin. Du hast doch nicht überholt. Überrundet. Ja, hä? Hey. Und? Ja, dann kommst du nicht ins Ziel. Der Mieke in der neuen schnellsten Runde. Ja, ich sag ja, jetzt haben sie gar keine Chance mehr. Jetzt vergeht ihnen das immer Lachen. Noch mehr als 4 Sekunden langsamer als meine Qualifying-Zeit. Halt die Mul. Halt die Mul. Es ist viel zu warm für solche krassen Jokes. Alter, ich hab gestern in meiner zweiten Folge so krass viel gelacht. Echt? Und was zum Spiel? Ja, das war nicht lustig. Also deine zweite Folge, meine ich. Junge, wo fahr ich denn hin? Gelbe Flagge, Sektor 2 und 3. Ja, bitte rammt euch alle weg. Lando Norris ist raus. Ja, aber der hat dadurch keinen aufgehalten, ne? Das hilft mir um einen Platz zwar, aber... Okay, wir machen ab Startziel wieder ERS mit rein. Komm, Platz 10 ist noch drin. Wahrscheinlich fahre ich dem jetzt voll drauf. Dieser Norise. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter.
Grüne Flagge, das Rennen geht weiter, ja. Es ging für mich die ganze Zeit weiter. Also der Bottas und der Verstappen, die haben sich richtig das gerne. Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Junge, ich fahre einfach jede Runde eine schnellste. Gut. Die haben gar keine Chance mehr, echt. Denen wird das Lachen gleich vergehen, wenn ich Elfter ins Ziel komme. Direkt hinter dem Zehnten. das wird wahrscheinlich passieren. Ich bin wahrscheinlich so an dem Arsch von dem 10. Platz und fahre als Elfter durchs Ziel. 20 Sekunden vom 10. Platz entfernt. Ja, das ist locker. Ich war gerade 20 vom 13. entfernt, jetzt bin ich 3 oder 4 entfernt oder so. Nee. Nein, gar nicht. Ich guck mal, wie schnell der 10. fährt. Ja, mach das mal. 31 Sekunden fährt er pro Runde. 31 Sekunden. Ja. Halt mal. Nee, sag jetzt mal. Ja, ich kann das immer erst, wenn die rübergefahren sind, über die Stadtziellinie. Ach, dann ist er noch gar nicht so weit. Ja, seine erste Runde hat er noch nicht abgeschlossen. Weißt du was, ich sag dir was. 1:39.3. Du wirst gleich sehen, wie schnell ich fahre, weil ich eine neue Schnellste habe. Das Problem ist, er will mich jetzt an die Box holen. Das macht gar keinen Sinn. Meine Reifen sind zwar nicht gut. 1:33. 5. Okay, wie viel fährt er? 1:39. Wie schlecht kann man denn sein? LOL. Also ungefähr 4 Sekunden fährst du schneller, aber. Ja, 4 mal 5, 20, oder? Echt? Krieg ich hin. Glaubst du? Nee. Wenn du Platz 10 schaffst, bekommst du sogar 2 Punkte, weil du ja den anderen auch noch. Ich weiß, ich bin cool. Oh nein, Charles Leclerc ist jetzt. Ah, doch nicht. Oh, erster Platz und zweiter Platz kämpfen gerade. Richtig spannend. Platz 1, Daniel Ricciardo verteidigt ihn gegen Charles Leclerc auf der Stadtzielgeraden. Wer kommt als erstes um die Kurve? Charles Leclerc ist innen. Bremst spät. Lässt keinen Platz für Daniel Ricciardo. Aber in der nächsten Kurve ist der wieder vorne. Und jetzt gab es eine Kollision. Safety Car, bitte. Nein. Alle raus. Alle raus. Nur noch ich. Ja. Okay, der Ferrari ist vorne. Platz 1, Charles Leclerc. Daniel Ricciardo. Nur noch auf Platz 2. Auch der Bottas konnte sich jetzt endlich mal durchsetzen gegen Max Verstappen und ist jetzt auf Platz 4 mit einer Sekunde Vorsprung. Ich musste mich gerade irgendwie, ich mag ja Transformers und ich musste mich gerade an diese Transformers. Ja, ich musste mich gerade an diese eine Szene erinnern, wo sie mitten im Kampf irgendwie so gesagt haben so ja, nur du und ich und der andere so nein, nur ich. Ich fand das so lustig. Ich habe mich so kaputt gelacht einfach. Ach man, ich weiß nicht warum. Transformers ist richtig dumm. Geil. Ich weiß nicht, also ich bin ja nicht so der Mega-Fan von Science Fiction. Aber der Film hat's mir irgendwie angetan. Also. Fahr mal ein bisschen schneller. Ja, ich kann grad nicht. Ich muss mein Benzin auf Standard lassen. Ich fahr den voll drauf. Ich kann nicht bremsen. Ich habe so hart auf die Bremse gedrückt, das glaubt mir kein Mensch. Mann, geh doch weg! Alter! Da fahren die Wand. Soll ich? Kannst nicht mehr schaffen. Okay. Ich glaube, du hast den anderen damit auch noch getötet. Ich weiß. Kein Bock mehr. Ich weiß, dass manche Leute das nicht feiern werden, manche finden es lustig, manche werden es nicht feiern. Ich habe in 10 Minuten Nachhilfe. Habe ich wenigstens 10 Minuten Zeit, die Klima anzumachen, kurz durchzuschnaufen, meine Softboxen auszumachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hätte es sowieso nicht mehr geschafft.
Ich hatte einen roten Frontflügel, mit dem wäre ich definitiv nicht so schnell gefahren, um das zu schaffen. Beziehungsweise hätte ich an die Box gehen müssen, eins von beiden. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall hier an die anderen Fahrer. Ich war nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin gar nicht so enttäuscht von mir. War mega schlecht, bin ich jetzt nicht gefahren, vor allem dafür, dass ich 20. gestartet bin. Muss aber im Allgemeinen alles besser werden für die nächsten Rennen. Kriegen wir, denke ich, aber hin. Das war, wie gesagt, letzte Saison ja auch so. Und, naja. Gut, Raikön ist trotzdem 12. geworden übrigens, obwohl ich den gerade ultra weggerammt habe. Naja. Ja, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.